Hi Leute, hier ist Doris Guide zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, im letzten Part haben wir Terras Storyline endgültig abgeschlossen. Haben zwar ein paar Sachen zu 100% gefehlt, die ich noch nachreichen werde am Ende des Let's Plays, aber wir haben leider in einem extrem kurzen Part die Story abgeschlossen. Terras Storyline ist somit zu Ende. Wir werden jetzt in diesem Part auch gleich während der Storyline anfangen. Allerdings möchte ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten dazu sagen. Da das Fazit für Terras Storyline mir nicht so ganz gefallen hat, weil ich so durch die Credits gerascht bin. An sich fand ich Terras Storyline nicht so gut. Ich muss auch sagen, ich war da ein bisschen unkoordiniert, weil ich erst im BBS reinkommen musste. Ich werde es jetzt allerdings so machen bei Ventus Storyline. Ich werde diese ganzen Sticker und Mirage Arena Sachen, also die Sticker Sachen werde ich hinten ranhängen, bevor wir zum Schlüsselschwertfriedhof gehen. Weil vorher uns ja einige Fähigkeiten fehlen, die wir alle brauchen. Dazu müssen wir alle Welten durchhaben. Aber die Mirage Arena werde ich zwischendurch machen, so... Was weiß ich, nach ein paar Welten werde ich dann mal Mirage Arena Part machen. Einfach weil ich gemerkt habe, bei Terra war das zu viel auf einmal. Außerdem habe ich dann so zwischen den einzelnen Welten, wenn ich dann mal mit der Mirage Arena angefangen habe, mit der Zeit dann auch ein bisschen mehr Zeit, diese ganzen Sachen zusammenzufarmen, dass ich dann auch an alle Formeln komme, an alle Kommandos komme und nicht wieder das gleiche Problem habe wie bei Terra. Das war nämlich das, was mich so gestört hat letzten Endes. So. Dann habe ich jetzt das geklärt, was ich wollte. Achso, nochmal zu den Storylines. Ganz kurz, wie gesagt, ich fand Terras jetzt nicht so gut. Das ist auch die kürzeste Storyline, soweit ich weiß. Die von Aqua und Ventus sollen wohl besser sein. Naja, so viel jetzt dazu. Wir wollen jetzt natürlich ein neues Spiel starten. Nicht auf Anfänger, nicht auf Normal, auch nicht auf Veteran, obwohl ich es eine Zeit lang überlegt habe, ob ich nicht ab Ventus auf Veteran umsteige. Aber das Problem ist einfach, ich habe in der Mirage Arena gesehen, was mich erwartet. Und ich möchte die auch irgendwann nochmal schaffen. Und wenn ich jetzt mit Ventus auf Veteran spiele und dann die Mirage Arena mache und noch ein paar andere Sachen, die dann auch noch anstehen, wenn ich mit allen drei Charakteren durch bin, nicht gut, das spiele ich lieber auf Profi. Es reicht für die geheime Filmsequenz und alles andere. Und das ist mir das Wichtigste. Ja, Schwierigkeitsgrad Profi. Ich überspringe die Eröffnungssequenz und Tutorien. Die müsste ich ja, wenn, rausschneiden. Deswegen lasse ich das, weil auch wenn sich an meinem Kanal jetzt einiges geändert hat, beziehungsweise ändern wird, will ich keinen Copyright riskieren. Und deswegen überspringen wir immer noch die Tutorien. Das wird uns jetzt übrigens gleich zu diesem Charakterauswahlbildschirm führen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den. Den haben wir das erste Mal in Part 1 gesehen. Und in Part 2 nochmal ganz kurz. Ja, der hier. Wo wir die drei Charaktere haben und dann natürlich einen auswählen müssen. Je nachdem du einen der drei Charaktere ausgewählt hast, spielst du die Geschichte mit diesem Charakter bis zum Schluss durch. Je nach Charakter variieren die Schauplätze, die du besuchen und die Charaktere, auf die du auf deiner Reise treffen wirst. Erst wenn du die Geschichte mit allen drei Charakteren durchgespielt hast, erschließt sich dir die gesamte Tragweite der Handlung. Den Text kennen wir schon, aber ich bin ihn gerne nochmal durchgegangen. Wir sehen jetzt hier im Übrigen auch, da wir Terra Storyline durch haben, dass wir ihn geschafft haben. Das blinkt da so schön. Wie wir ja wissen, wollte ich jetzt in diesem Part mit der Ventus Storyline anfangen. Dann geht das Projekt ja in eine kleine Zwischenpause. Ich habe da sogar schon ein Projekt. Ich werde auch die nächsten Tage mal anfangen, es zu drehen. Wenn ich mal ein paar BBS-Parts in der Hinterhand habe. Ich bin ja momentan recht aktuell. Gestern kam Part 34. Ich hatte aber auch leider keine Zeit zum Aufnehmen und ich denke, ich werde das auch nochmal erklärt haben bis dahin, warum es dazu kam, dass ich keinen so großen Vorrat mehr habe. Jedenfalls, nachdem ich dann dieses kleine Zwischenprojekt habe, das wird vielleicht maximal, also wirklich maximal 50 Parts haben, ich denke mal eher nur 30. Ja, das Spiel ist recht kurz, ich habe da schon eines. Es war ja eigentlich The Third Birthday geplant, aber ich habe da jetzt ein anderes, weil ich ja The Third Birthday nicht machen will. Zumindest
lange, lange Zeit nicht. Und das wird kürzer. Und danach wollen wir uns dann der Aqua-Storyline widmen. Aber wir entscheiden uns jetzt erst einmal für Ventus. Neugierig und froh hält dieser Junge sein Schlüsselschwert verkehrt herum und ist sehr schnell damit. Im Übrigen nochmal zu diesem kleinen Abschnitt mit der Tragweite der Handlung. Ihr habt es bei Terra gesehen, es sind viele offene Fragen gewesen. Zum Beispiel, was denn jetzt mit Terra Nord passiert ist, ob jetzt wirklich alle tot sind. Was mit Ventus passiert ist am Schlüsselschwertfriedhof. Alles das und noch viel mehr, was da auch diese ganze Hintergrundgeschichte war, das gehen wir jetzt alles durch in dieser Storyline. Also es wird sehr intensiv. Ich muss auch sagen, das ist mit einer meiner Storylines, die ich am liebsten habe. Ich kann mich leider nicht entscheiden, welche ich lieber habe, seine oder die von Aqua. Das liegt einfach daran, ich habe beide noch nicht gespielt. Ich muss sie gespielt haben, um zu sehen, welche ich lieber mag. Vom Inhalt her gefällt mir aber Ventus etwas mehr. Nur, es ist ja nicht nur der Inhalt, der zählt, sondern auch das Kämpferische, was geboten wird, die Schwierigkeit her. Und da muss ich dann mal gucken. Aber wir werden uns jetzt mal an Ventus machen. Wir entscheiden uns für ihn. Jawohl. Im Übrigen, es werden jetzt viele Cutscenes kommen, die wir schon kennen. Kommentare wird's geben. Ihr kennt mich, während der Cutscenes gibt's immer mal so ein paar kleine Meinungen von mir. Aber ich werde versuchen, während der Redepassagen die Klappe zu halten. Und ja, ich liebe die langen Ladesequenzen. Da kann ich alles erzählen, was ich sagen will. Und das genau vor der Cutscene. Aber die Ladezeiten nerven trotzdem. Und, ach ja, wohlbekannt aus Part 2. Die Meisterprüfung. Ich hasse dich sehr, Nord. Ich hasse dich. Oh, armer Ventus. Wie er wieder guckt. Und du lebst ja auch noch. Today you will be examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Yep. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Sind wir? Yes. Then let the examination begin. Wir sind bereit für diese Prüfung. Wir kennen sie ja noch aus Part 2. Oh, wie lange das schon wieder her ist. Wie viel seitdem passiert ist. Manometer. Aber, ja, Xehanort macht jetzt erstmal seinen Mummschanz. Alter Bastard. Und ja, ich werde jetzt auch ein bisschen offener über die Charaktere reden, jetzt wo wir eine Storyline durch haben. Jetzt kommen wir ins Spiel. Weg mit der scheiß Lichtkugel. You two focus on the exam. But Ven, you're in danger here. Go wait in your room. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. Beide? Not gonna miss it now. He can take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Da hat Terra recht. Da hat Terra recht. Aqua hat aber auch recht. Vorsicht muss immer walten lassen. Immerhin sind wir jetzt im Profi-Modus, sind wieder Level 1 und sind mit weniger HP gesegnet als mit Terra. Ich sag's mal so. Daher müssen wir da wirklich gucken. Ach, das Ding ist böse. Scheiß Lichtkugeln, ich hasse diesen Kampf. So, schön mit dem Kommando gleich arbeiten. Ah, ich erinnere mich noch, wie wir in Part 2 hier rumgefällt haben, als sie noch gar nicht so in der Steuerung drin war und total beschissen war. Gleich erstmal Taler und HP einsammeln. Super. Super Abschlussangriff, muss man auch wieder sagen. Oh, Terra und Aqua sind K.O. Haha. Da zeigt sich halt der Profi. Sprach sie, wurde getroffen und ging fast in den kritischen Bereich. Aber egal, wir haben jetzt einen kleinen HP-Boost bekommen.
Und wir haben Ars Velocitatis gelernt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und wir haben nochmal die ganzen Tutorien drinne mit Ender, den Kommandostil. Leute, langsam müssten wir es wissen. That was unexpected. Ja, das Vent ist als Einzige, was geschafft hat. It was an excellent test. One I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Was die eigentlich noch eine nächste Prüfung brauchen. Eigentlich haben die bei den Lichtkugeln gefailt. The two of you will face each other in combat. Die beiden standen ja nur rum. There are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Okay. Begin. Dann versuchen wir es mal. Wow. Ach ja, dieses Duell zwischen den beiden werde ich nie vergessen. Das, ja. Das hat so vieles gedreht, gerade weil Terra die Dunkelheit benutzt hat. Naja, du grinst, du alter Sack. Grinst du nur. We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. Die standen gestand rum. Only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you fail to keep the darkness within you sufficiently in check. Das stimmt. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Ich hoffe, ich finde irgendwann mal heraus, was diese Zusatzinformationen für Aqua sind. Terra, I'm sorry. Oh, die beiden kümmern sich erstmal um ihn. Darkness. Where did it come from? Keine Ahnung, Terra. Wenn man das wüsste, wäre man viel schlauer, was dich angeht. Und ich meine, viel schlauer. He ain't gonna cut it. Ach, Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. Ich hoffe, dieser Schubs kommt nicht. Sorry. But I need some time alone. Armer Terra, irgendwo tut er mir leid. Ja, wir haben jetzt die erste Cutscene gesehen. Die war ja mehr oder weniger komplett bekannt. Aber ich fand es trotzdem lustig, wie Terra und Aqua da gestand rumstanden und ich die Lichtkugeln verkloppt habe. Huh? Who are you? Was? Or you'll never see Terra again. What? Get real. I can see Terra anytime I want. Was ist jetzt los? Like was right now? He's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Look, whoever you are, you don't know the first thing about Terra. Me and him will always be a team. You trying to pick a fight or what? Oh, grow up. Is that what you call friendship? You'll never know the truth unless you go out and look for it yourself. Come on, what could you possibly know when you're stuck here, looking at nothing but what's in your tiny world? Das war gerade eine sehr komische Begegnung. Aber man merkt jetzt schon, da ist was mit Terra in Planung und scheinbar erinnert sich Ventus an etwas. Ah, er erinnert sich an ein paar Trainingssessions mit Terra. Er hat ja auch gemeint, die beiden sind immer ein Team. Man sieht wirklich, wie doll die beiden befreundet sind. Aqua meinte ja auch, die beiden sind wie Brüder. Oh, er heult. Nicht heulen! Heulen ist scheiße. Ich heule selbst viel zu viel. Muss gut sein, so tolle Freunde zu haben. Terra!
Ja, er muss erstmal zu Terra rennen, weil er sich um diese Worte Gedanken macht. Ist logisch, ist klar. Ah, die Szene kennen wir. It's okay. Och Mann, lass ihn nicht alleine. Aber man merkt jetzt schon, wie sich die Storys überlappen. In der Zeit, wo Terra das Gespräch mit Meister Xehanort hatte, was wir aus seiner Storyline kennen, war Ventis in seinem Zimmer und hat eine Begegnung mit Vanitas, wo er gemeint hat, wenn du Terra nochmal sehen willst, wir planen. Also indirekt hat er zugegeben, dass sie was planen. Ja, und Terra wird jetzt von dannen fliegen und Ventis weiß nicht, worum es geht. Ja, und jetzt entscheidet er sich, dass er hinterher fliegen will. Oder wie? Ja, das ist im Übrigen Ventus seine Rüstung. Die hat man ja auch schon gesehen. Ja, und er will jetzt auch sein Zuhause verlassen. Jetzt sieht man den Moment, wo Ventus von zu Hause wegrennt. Ah, Aqua wollte ihm noch hinterher rennen. Ach, Erakus auch. Aber wir verschwinden jetzt erstmal aus unserer netten kleinen Welt. Und erhalten noch nebenbei die Dimensionsleak zu Aqua. Kriegen auch nochmal das Tutorial. Ja, wissen wir schon. Kennen wir alles schon von Terra. Und ja, wir können jetzt auch zu Terra einen Brief, einen Dimensionsleak herstellen. Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt worden. Durch diesen Brief von Xehanort an Erakus. Ach was. Wieso haben wir den dann? Na egal, wahrscheinlich ist das so eine Art mitgeheimer Bericht. Ich weiß ja nicht. So, und wir haben auch gleich das Kommandobrett erhalten. Und sehen auch schon die erste Welt. Also, man hat es jetzt wirklich schon gesehen. Die Ereignisse überschlagen sich wirklich. Im Übrigen sieht man hier jetzt schon Ventus Geräusche mit diesem Schlüsselschwert Fahrzeug, das er hat. Also in seinem Fall ist es ja sowas Skateboard-artiges. Sind die Geräusche anders? Auch der Flugstil ist ein bisschen anders. Er wippt ein bisschen. Er bewegt sich ein bisschen anders. So, durchsuchen wir mal alles. Kaum zu glauben, dass das hier mal die gesamte Weltkarte wird. Also Weltenkarte. Jedenfalls, man hat jetzt schon sehr stark gesehen, dass sich die Storylines teilweise überlappen. Und dass man wirklich aus dem Winkel des anderen Charakters mehr sieht. Ich habe es ja schon angedeutet. Manche Szenen sind halt gleich, ist klar. Aber von jetzt an haben wir längere Zeit wirklich nur den Blickwinkel eines anderen Charakters. Werden sich dadurch auch viele Fragen, die bei Terra waren, aufklären. Beziehungsweise es wird sich auch aufklären, wie die anderen Charaktere auf die Aktionen der anderen reagieren. Man hat das ja jetzt zum Beispiel gesehen. Diese Begegnung mit Vanitas in Ventus Zimmer, die hat ja, wie ich ja gesagt habe, etwa zeitgleich mit dem Moment stattgefunden, wo Terra mit Meister Xehanort an der Treppe sprach. Wo Xehanort meinte, du musst lernen, deine Dunkelheit zu kontrollieren. Und währenddessen macht Vanitas Ventus sozusagen die Drohung, Terra wird dich bald zurücklassen und dann, ja, wenn du ihn eingeholt hast, wird Terra nicht mehr Terra sein, er wird jemand anders sein. Das zum einen und zum anderen ist dann ja auch noch gewesen, dass, also Ventus ist deswegen wahrscheinlich abgehauen, weil er Terra als wichtigste Bezugsperson nicht vermissen möchte und nicht verlieren möchte. Im Übrigen unterscheiden sich auch die Reihenfolge, in der wir die Welten besuchen, auch.
Unsere erste Welt wird jetzt der Zwergenwald, also die Schneewittchenwelt sein. Die werden wir allerdings noch nicht jetzt besuchen, sondern nachdem wir jetzt wirklich diesen langen Part mit dem Anfang hatten, werde ich hier jetzt cutten. Und ich würde dann sagen, im nächsten Part setzen wir die Storyline um Ventus fort. Es wird uns sehr viel erwarten, sehr viele neue Abenteuer. Wir sind wieder am Anfang unserer Reise. Mehr oder weniger. Ich kann ja mal das Menü aufmachen. Wir sind Level 1. Wir haben kaum Kommandos. Wir sind wieder ganz am Anfang. Und müssen wieder uns ganz von vorne hocharbeiten. Allerdings mit einem anderen Charakter. Das wird ein Spaß. Von daher, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.